Hallo Jung und Alt, hier ist der Stempel Marile mit einer Anleitung für jedermann. Herzlich willkommen zum Videohop von Stempelfamilie and Friends. Wir zeigen euch heute Ideen zu Ostern oder Frühling und ich komme mit einem, whoops, da geblieben, kleinen Osterkörbchen mit dem Set originelle Ostereier von Stamping Up und den passenden Stanzformen dazu. Und ja, nach dem Intro geht's direkt los. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. In der Kürze liegt die Würze, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich alles schon ziemlich gut vorbereitet, damit du nicht so lange warten musst auf die Kleinigkeiten, die es dann immer zu tun gibt. Und du weißt ja, ich habe nur eine große Stanzmaschine, die passt einfach nicht auf meinen Basteltisch. Deswegen habe ich schon ausgestanzt. Genau. Und zwar habe ich mir eben das Set originelle Ostereier geschnappt von Stamping Up. Habe das kleinere Ei ausgeschnitten. Da gibt es auch eine Stanzform dazu. Und einmal das ganz große Ei. Habe das ein bisschen koloriert. Also nicht arg, sondern nur so ein paar kleine Akzente gesetzt. Genauso habe ich es hier mit dem Häschen gemacht. Hier habe ich den Spruch gestempelt. Und dann habe ich noch einmal das große Ei ausgestanzt. Und habe das dann mit dieser Zickzackstanze halbiert, also so in etwa halbiert. Ich habe die Höhe von ca. 4,7 cm genommen. Das ist jetzt einfach nur deswegen wichtig, weil wir jetzt ja dieses Körbchen gestalten und da brauchst du eben eine spezielle Länge. Das musst du dir halt ausmessen. Auch wenn du jetzt andere Stanzformen verwendest für die Eier zum Beispiel, oder die kann man sich ja auch super selber aufzeichnen, dann müsstest du dir halt ausmessen, bis wohin dein Rand geht. Mein Rand geht bis etwa 13,2 cm und ich habe ihn jetzt einen Streifen ausgeschnitten in 13,5 mal 5,7, einfach von der Breite, damit so Schokoeier hier reinpassen würden. Auch das kannst du natürlich individuell gestalten. Es kann deutlich breiter oder schmaler werden, je nachdem, was du auch reingeben möchtest. Und dann habe ich das gefalzt bei je einem Zentimeter. Die eine Seite habe ich schon zugeschnitten. Die andere machen wir jetzt geschwind zusammen. Und wie immer gilt hier, ach stopp, das Papier wollte ich dir noch zeigen, falls du das noch nicht entdeckt hast. Ich habe das noch nicht so oft gesehen. Ich finde es so wunderschön. Das heißt blühende Gärten. Und da hast du nämlich so richtig tolle Landschaftsmotive. Das sind wieder so Karten aus diesem Papier, wo du nicht viel machen musst. Wo du einfach ja, das Papier für sich sprechen lassen kannst. Und es ist wirklich so schön frühlings-sommerhaft mit den Blüten und den Bäumen und den schönen Himmelszenerien. Und hinten drauf ist es auch richtig schön. Und zwar hast du da so Aquarellwischereien. Also hier würde ich sagen, es sieht aus wie Hyazinthen und weiß ich nicht, vielleicht Gladiolen. Wie ein Himmel. Hier auch nochmal Blüten. Himmel. Aber eben auch einfach, gut, es würde auch als Himmel durchgehen, einfach so Wischereien. Das sieht aus wie eine Holzoptik, hier so ein bisschen dunkler. Und das habe ich mir ausgewählt, weil ich finde, das ist so zart. Ich hatte noch überlegt, ob ich das dunkle Grün nehmen soll. War mir jetzt ein bisschen zu heftig, das helle auch. Und dann habe ich mich entschieden für eben dieses Papier, weil das so zart ist in den Tönen und finde ich sehr schön zu Frühling und Ostern passt. Und aber nicht quietschbunt ist. Also ich mag Ostern ja auch mit Pünktchen und bunt und so. Aber jetzt hatte ich einfach mal Lust, so ein bisschen gediegener zu arbeiten. Und deswegen habe ich mir das ausgewählt. Und du kriegst aus dem Designerpapier deine zwei Ostereier raus. Und auch deinen Streifen, wenn du das so in der Größe gestalten möchtest wie ich. Also du brauchst nur ein Blatt Papier verwenden. Je schmaler du diese Zacken schneidest, desto besser wird sich das anschmiegen. Ich sage es gern jedes Mal. Es ist ein bisschen Arbeit, aber wie gesagt, wenn du recht breite Zacken machst, wird der Abstand hier halt, also das kann sich nicht biegen. Es kann sich immer nur an den kleinen Einbuchtungen biegen. Und je genauer du arbeitest, desto schöner legt sich das Ganze dann an deine runde Form an, also an das Ei.
Ich überlege jetzt gerade, wo ich das letzte Mal verwendet habe. Weiß ich nicht mehr. Mir fällt immer nur die Torte. Ah ja, ich weiß, bei meinem Hut. Wenn du das Video noch nicht kennen solltest, dann würde ich dir das verlinken. Und zwar gleich hier oben. Da habe ich eine Easelcard gemacht mit einem Hut zum Aufstellen, auch mit Stamping-Up-Materialien und einfach Sachen, die man vielleicht zu Hause im Keller hat, die da vor sich hin gammeln, hätte ich jetzt schon was gesagt, die darauf warten, in Einsatz zu kommen. So kleine Deko-Sachen hat ja jeder zu Hause und ich finde es eine wunderbar gelungene Karte mit ganz toller Optik. Das ist mein letztes Video gewesen. Magst vielleicht mal reinschauen. Genau. Ja, wie immer gilt, schau dir auch die Ideen der anderen Teilnehmerinnen an. Da sind immer super schöne Sachen dabei. Und abonniere mal in meinen Kanal rein. Ich nähere mich den 1000 Followern. Ich freue mich total. Es wird langsam. Und ja, wenn du dir die Videos anschaust, freue ich mich halt einfach, wenn du auch meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du nichts mehr an Basteleien. Ich produziere in letzter Zeit sehr viele Videos, manchmal zwei die Woche. Gerade habe ich irgendwie viele Ideen und Lust und ich nehme ja auch an ein paar Hobbs teil. Genau. Und da würde ich mich freuen. Auch über Kommentare freue ich mich immer sehr. So, die letzten zwei Zacken habe ich jetzt nicht angeleimt, sozusagen, weil ich jetzt erstmal schauen will, wie weit ich komme. Ich nehme jetzt dieses vordere Teil und setze das hier dran und versuche hier so möglichst ein bisschen Kante auf Kante zu sein. Und den ersten Teil kann ich mir gut anklippen. Das ist einfach deswegen gut, weil es dann nicht mehr verrutscht. Nicht nur, dass ich ja immer klebehaltefaul bin, sondern ich möchte, dass das jetzt da festsitzt. Und hier muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Da muss man es einfach ein bisschen randrücken, ein bisschen warten, bis es sich festsetzt. Ich habe mir die Länge ausgemessen von meinem Ei, indem ich da einfach einen Streifen rangehalten habe und in etwa so abgerollert habe, um zu sehen, wie viel ich davon brauche. Und so kannst du das auch ganz einfach machen, wenn du jetzt eine andere Eiform hast oder womöglich dir das auch selber aufzeichnest, dein Ei. Genau, und es geht sich genau aus auf diese Zacke hier. Und somit werde ich jetzt schauen, dass ich das gerade runterschneiden kann. Also wenn du gut bist im Ausmessen, ich habe immer Angst, dass es mir zu kurz wird. Und es wird mir oft zu kurz und dann ärgere ich mich und dann fange ich neu an. Und dann machst du es gleich gescheit. Ich mache es jetzt lieber so, dass ich ein bisschen was über habe, dass ich wegschneiden kann. Sonst ist mir das zu riskant. Genau. Gut, dann klebe ich mir und schau, da hast du nämlich hinten drauf jetzt auch, wenn du das jetzt hier anklebst, auch noch super schön ein Muster. Du kannst natürlich dieses kleine, ich nehme mal schnell die Stanzform raus, kleinere Ei dir auch schnappen und nochmal in Weiß ausstanzen. Dann könntest du jetzt hier auch noch eine Botschaft natürlich aufschreiben und genau, das dann erst ankleben. Das wäre dann auch noch ein lieber Gruß dabei oder so. Auf der Rückseite, Entschuldigung, auf der Rückseite, wenn du das vielleicht verschenken magst. So, jetzt rutscht das Ganze ein bisschen höher, als es jetzt eigentlich wäre, wenn ich es jetzt mittig platzieren würde. Aber da ich das ja hier unten anklebe und da auch noch Eier reinkommen, sieht man dann da auch nicht mehr so viel von meinem Bild. Deswegen arrangiere ich mir das Ganze ein bisschen höher. Und dann klebe ich mir die zweite Seite fest.
Und jetzt hat es ja schon eine super schöne Biegung. Jetzt müssen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel nachtarieren, dass das passt. Das Coole ist, das werden wir jetzt gleich sehen, wie gut das funktioniert, dass das hier so ein bisschen abgeflacht ist. Also das sollte einigermaßen gut stehen tatsächlich, das Ei. Ansonsten gibt es da auch noch einen kleinen Kniff, wenn es jetzt gar nicht passt. Aber das schauen wir gleich. So. Oh, Himmel, Herrgott, jetzt klebe ich es falsch rum an. Und keiner sagt was. Wahrscheinlich alle vom Bildschirm. Was machst du? Aber war noch nicht zu spät. Hab's noch gemerkt. So, also hier ein bisschen angleichen und den Rest hier ranschieben. Und hier ran. So. Jetzt ist die ein bisschen schwerer. Schauen wir mal. Das steht schon super gut. Wenn das nicht stehen sollte, wenn du also ein Ei ausschneidest, wenn du ein Ei ausschneidest, das sehr rund unten ist und die Verpackung dann entsprechend nicht so gut steht, kannst du einfach unten ein paar Dimensionals anmachen, also diese Abstandshalter, den Kleber nicht abziehen auf der unteren Seite und dann ist das wie kleine Füßchen und dann würde das auch gut halten. Vielleicht muss ich das auch noch machen, wenn ich jetzt hier Eier reinfülle. Das werden wir dann sehen. Genau. So, jetzt würde ich es gerne noch ein bisschen dekorieren. Ganz einfach, mein Spruch ja schon drauf gemacht. Ups, da geblieben. Dann nehmen wir unsere Crocodile. Ich mache hier ein Löchlein rein. Ein bisschen ein Band darf ja nie fehlen bei mir mittlerweile. Ich finde, das sieht immer duftig und leicht aus. Deswegen mag ich das einfach gerne. So. Jetzt schnappe ich mir die kleinen Dimensionals. Obwohl, wenn ich mir das so anschaue, da passen, glaube ich, sogar große drauf. Nochmal kein. Bei mir gibt es immer 100 mal angebrochene Dimensionals. Auch gerade so. Schauen wir mal. Yeah.